Ja, hunderte Stunden sind wir jetzt hier durch den Norden gereist und bis ins Herz Bostons hinein, bis nach Diamond City, haben dort Spuren zum Detektiv gefunden, der uns weiterhelfen soll, unseren Sohn zu finden. Und hier in der verstrahlten Wildnis, wo wahrscheinlich der Fallout am stärksten ausgefallen ist, da wo bis heute noch totales Ödland herrscht, wir haben hier auf dem Weg bis da unten nichts eigentlich gefunden. Hier unten an der Ecke befindet sich der Krater des Atoms, wo die Kinder des Atoms leben, die irgendwie dieser Strahlung widerstehen, trotzdem noch menschlich wirken. Wir sind hier quer durch diese Wildnis. Ja, gerauscht, das ist wirklich eines der gefährlichsten Orte hier in Fallout. Wir waren mehrmals bis nach unten runter, was unsere Lebenspunkte betrifft, sind hier auch ständig der Strahlung ausgesetzt. Wogegen ich mal wieder was nehmen sollte. Und zumindest mal einen Red Away. Und da wir ja haben, Radix. Bleib Ja, und stehen, dann. Fremder. Du näherst dich Atoms geheiligtem Boden. Aus welchem Grund? Rede, oder du wirst in seinem Antlitz gespalten. Geheiligter Boden? Atom? Was ist denn hier los? Atom hat seine Hand ausgestreckt und diese Welt berührt und uns damit sein Leuchten gebracht. Es ist bis heute geblieben. Eine Erinnerung an sein Versprechen. Unendliche Welten durch Spaltung. Ich will euch nicht schaden, ehrlich. Nur wenige nehmen die Strapazen auf sich, so weit zu reisen. Nun gut, du darfst vorerst bleiben. Aber wir behalten dich im Auge und Gewalt werden wir nicht tolerieren. Ich muss mit dir reden. Was kann ich für dich tun, Kind? Vorräte kann ich hier nicht zufällig irgendwo bekommen, oder? Geh zu Bruder Ogden. Er hat einige Vorräte zum Verkauf. Wie habt ihr trotz der Strahlung hier überlebt? Das ist Atoms einzigartiges Geschenk an uns, die wahren Gläubigen. Er hat uns zu diesem Ort geführt. Einem Ort, der uns nicht schaden kann, damit wir ihn hier huldigen. Damit wir sein Wort hinaus in die Welt tragen. Das ist unsere Berufung. Atoms Worte in eine Welt zu tragen, die diese Worte nicht hören will. Wir müssen allen Atoms Macht vor Augen führen. Der Questmarker sagt immer noch, dass ich mit ihr Ich was muss mit dir besprechen reden. soll. Was kann ich für dich tun, Kind? Lass es mich wissen, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Das ist ein großzügiges Angebot. Aber Atom hat uns alles gegeben, was wir brauchen. Hast du einen Moment Zeit für mich? Was kann ich für dich tun, Kind? Ich suche nach jemandem namens Virgil. Hast du ihn gesehen? Ja, ich kenne ihn. Und was willst du von ihm? Ja, jetzt müsste ich eigentlich aussteigen, meine Charisma-Kleidung anziehen. Man kann hier ja tricksen eigentlich. Ja. Weil die wirkt nicht, wenn ich in dem Anzug bin. Ich brauche nur ein paar Informationen von ihm. Verstehe. Um ehrlich zu sein, gab es um diesen Virgil bereits Diskussionen. Einige glauben, dass seine Anwesenheit ein Affront gegenüber Atom ist. Er kam zwar einige Male zum Handeln zu uns, aber wir haben sonst kaum Kontakt zu ihm gehabt. Es ist offensichtlich, dass er seine Ruhe möchte. Du findest ihn südwestlich des Kraters in einer Höhle. Du solltest dich vorsichtig nähern. Ich glaube nicht, dass er über Besucher sonderlich erfreut sein wird. Dann mal schnell wieder rein hier.
Ich kann uns kaum noch auseinanderhalten. Okay, ja, jetzt geht's noch weiter außerhalb der Karte. Das ist etwas, was ich auch bemerkt hatte. Ich war nämlich hier in der Gegend mal rumgestreunt und hatte dort... Ja. Wir müssen leiden, um Atoms Liebe wahrlich spüren zu können. Das ist der Marker auf der Karte und da. Wir müssen zerschmettert vor ihm liegen, um die sanfte Berührung des Leuchtens zu spüren. Hier wurde gesagt, dass meine Detektei Werner ein Schild. Die Welt wird Atoms Ruhm erneut erkennen. Möge die Spaltung dir Frieden bringen. Ja, sind auf jeden Fall ganz nett drauf, die Typen. Auf was auch immer, auf Atom. Wir könnten hier natürlich alternativ auch mit einem Strahlenschutzanzug rumrennen, allerdings ist das Problem, dass die Gegner hier wieder entsprechend stark sind. Kann man auch die XP nicht wirklich entgehen lassen. Los mit lustig. So. Ah, jetzt haben wir leider nicht mehr. Keine schönen Harpunen mehr dabei, das ist schade, aber das sollten wir auch so hinkriegen. Ach ja, wir sind ja auch abhängig. Schade, dass sie keine Automatik hat. Dass ich hier jeden Schuss einzeln setzen muss. Ich finde, so habe ich mir Fallout von Anfang an vorgestellt eigentlich. So wie das, wie diese Gegend hier ist, so sollte es eigentlich von Anfang an sein. Das wäre schon richtig cool, weil so mit den Bäumen, wie das da oben dargestellt ist, ist halt das Einzige, was nicht realistisch ist irgendwie. Bäume erholen sich eigentlich relativ schnell und durchwuchern die ganze Gegend. Da gibt es auch eine Mod, die das richtig macht. Will ich auch irgendwann mal ausprobieren, auf jeden Fall. Pista Dino! Ganz Ohr. Schau dich um. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt sind wir überladen. Und haben nicht mehr so viel wegzuschmeißen. Kannst du die noch nehmen? Nee. Das war ein Quatsch. Von der Powerrüstung sind ja auch schon einige Teile kaputt. Ja, da kann ich nur noch ein Herz futtern. Ich denke mal, Mutanten-Hundekeulen wären nicht verkehrt. Und dann sollte das noch ein bisschen weitergehen. Genau. Weil wir haben jetzt hier auch keinen wirklichen Rückreisepunkt in Aussicht. Sollten also bis da hinten hindurchkommen. Ansonsten muss ich mal schauen, was, ob ich noch irgendwas wegschmeißen kann, notfalls. Da leuchtet was.
Ja, liebe Modder, wenn ihr mal in Fallout einen eigenen Map machen wollt, macht sie von Anfang an so und dann ordentlich Survival. Ah, die können uns Probleme machen. Da muss ich auf jeden Fall mit einer starken Waffe starten. Glück. Er war gerade hier. Du hast... Pass auf dich auf. Wir... Da könnten wir fast den Vorschlag einmal nehmen. Puh. Ja, die eine konnte mich schon ganz schön beschäftigen, wenn da jetzt noch mehr dazugekommen wäre. Ich glaube, wir müssen reden. Ja, geht los. Aufgepasst. Hast du was auf dem Herz? Hast du jetzt Zeit zum Reden? Stimmt was nicht? Nein, nein. Alles in Ordnung. Wir reisen nur schon so lange miteinander. Und ich dachte mir, dass unser Informationsfluss etwas einseitig ist. Ich weiß einigermaßen über deine Schmutzwäsche Bescheid. Aber du weißt noch immer so gut wie nichts über mich. Ich dachte mir, ich bringe das mal ins Lot. Also, gibt es etwas, was du wissen möchtest? Was weißt du noch über das Institut? An die Zeit damals erinnere ich mich kaum noch. Aber hin und wieder kommt etwas zurück. Mein Leben im Institut war sehr isoliert. Eine einzige Testkammer war über Jahre meine gesamte Welt. Und immer wurde ich beobachtet. Eines Tages wachte ich auf der anderen Seite auf. Und das war's schon. Du bist jetzt frei. Willkommen in der schönen neuen Welt, in der solche Leute leben. Was hat es mit den Klamotten auf sich? Als ich die Agentur gründete, dachte ich mir, dass ein Detektiv so etwas tragen sollte. Ich habe ein paar alte, schwache Erinnerungen aus der Vorkriegszeit von Kerlen, die so angezogen waren und tun, was ich tue. Ich dachte mir, dass Hut und Trenchcoat den Leuten zeigen, dass ich es ernst meine. Kleider machen Leute und so. Dachte mir wohl, dass ich so der Mann werde, der ich sein wollte. Okay. Wer bist du, Nick? Nach der Antwort auf diese Frage suche ich selbst schon verdammt lange. Ich weiß, dass ich ein Synth bin. Echte Institutshandarbeit. Aber ich bin immer noch mechanisch. Nicht genmanipuliert wie die schicken Synths, die heute ihr Unheil treiben. Ich gehe in die Werkstatt, nicht zum Arzt. Aber meine Erinnerungen, meine Persönlichkeit, gehören einem Polizisten, der sich vor dem Krieg zu einem Experiment bereit erklärt hat. Sie haben sein Gehirn eingelesen und es auf die Hardware kopiert, die zwischen meinen Ohren sitzt. Keine Ahnung, warum sie einen Roboter programmieren, der auf einem Vorkriegspolizisten basiert. Und nicht auf einem Mathe-Genie oder einem Genforscher. Aber hey, vielleicht hat das Institut mich deswegen auf den Müll geworfen, anstatt mich zu einem ihrer Kidnapper zu machen. Moment mal, der ursprüngliche Nick stammt aus meiner Zeit? Definitiv. Und deshalb war es, als ich endlich hier draußen war, ein echt unsanftes Erwachen. Ich weiß noch, wie ich in einem Müllhaufen zu mir kam. Mein Körper zerfetzt und mein Kopf voller Erinnerungen eines Mannes, der seit 200 Jahren tot war. Ich muss wohl nicht erwähnen, dass das ein paar verwirrende Wochen waren. Damals wussten die Leute noch kaum etwas über Synths. Als ich schließlich Menschen begegnete, waren die meisten eher vorsichtig als feindselig. Aber die Kinder, die hatten keine Angst. Ich glaube, sein Name war Jim. Der erste, der mich nach meinem Exil aus dem Institut ansprach. Mein erster menschlicher Kontakt in dieser Welt. Hat mich eine Stunde lang ausgefragt. Als sie sahen, dass ich harmlos war,
kam auch der Rest der Nachbarschaft, um sich den mechanischen Menschen anzusehen. Am Ende war es ein echt netter Abend. Der Mechaniker dort hat mir sogar eine kostenlose Inspektion verpasst. Diese Leute haben mich wie einen echten Menschen behandelt. Das war übrigens der Fanger. Versuche ich, mich dafür zu revanchieren. Das findet man hier draußen nur recht selten. Mir ist aufgefallen, dass dir das am Herzen liegt. Mit ein Grund, warum ich noch immer hier bin. Wo liegt diese Stadt? Wir sollten sie mal besuchen. Ich wollte später einmal zurückkehren und mich bedanken. Aber der Ort war ausradiert. Raider. Keine Ahnung, was aus den Leuten geworden ist. Ich tue, was nötig ist. Auf jeden Fall scheint Gutes tun ziemlich hoch auf deiner Prioritätenliste zu stehen. Nun, bevor ich dich jetzt komplett zu Tode langweile mit meinen Anekdoten, sollten wir lieber aufbrechen. Ja, etwas Seelenstriptease. Und derzeit haben wir immer wieder fleißig Strahlung aufgenommen. Und sind schon wieder überladen. Railway. Das müssen wir mal kurz einwirken lassen. Ah, die Strahlung wirklich komplett entfernt. Und dann können wir noch ein bisschen was wiegt. Was wiegt? So. Genau andersrum. Denn wir müssen ja bis dahin wenigstens ankommen, ansonsten müssen wir den Weg ein zweites Mal laufen. Dann kann ich ja erstmal unnötigen Krams weglegen oder verkaufen. Wir müssen auf jeden Fall hier nochmal ein Redaway einnehmen. Oder ein Redix zumindest erstmal. Und das ist auch gut. Nehmen wir auf jeden Fall die starken Waffen zum Anfang. Ja, oh ja, das hat reingehauen. Das hat reingehauen. Die Vorräte gehen uns auch langsam aus. Verdammte Axt. Und da sind wir schon wieder überladen. So was. Ja, dann genau, die wiegen viel. Die wiegen verdammt viel und ist alles wieder gut. Ach, verdammt, Psychojet hat uns stärker gemacht. Haben wir denn noch Red Hirsch? Nee. Aber nicht. Nee, sieht schlecht aus. Dann ein Kilo noch, das kriegen wir hin. So.
Zwar ein bisschen Verschwendung, aber wir haben auch zu Hause noch massig Vorräte. Und genug Kohle haben wir auch auf der Mondkante. Und wir sind in der felsigen Höhle angekommen. Jo, alles klar. Dann hoffe ich, seid ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Dann werden wir mal rausfinden, was es hier auf sich hat und ob wir da auf Gegner stoßen. Ich werde dann auch schnell noch alles verkaufen gehen, damit das nicht weiter das Spiel behindern wird mit dem Übergewicht. Naja. Ich mache hier mit Nick auch noch ein paar Übungen, dass wir schön fit sind. Zielübungen. Dann bis zur nächsten Folge. Das war Aristos. Ciao.